Heute geht es um das Retinolserum von Zeta Natural und warum ich dieses Produkt nicht weiterempfehlen möchte. Das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute stelle ich dir dieses Produkt vor. Es ist nicht nur schlecht, ja, also es gibt auch gute Aspekte, aber die schlechten überwiegen leider, muss ich an der Stelle sagen. Ich war mit Zeta Natural immer zufrieden, muss man an der Stelle sagen. Es ist das dritte Produkt, mit dem Hagebuttenöl bin ich zufrieden, immer noch, das mich immer noch am leer machen. Dann hatte ich das Hyaluron-Serum, das fand ich auch nicht schlecht. Ich habe deshalb bestellt und habe nicht auf die Menge geguckt. Ja. Es gibt ja die Möglichkeit, das auf Amazon auch umzustellen. Und mir war das so in Erinnerung, dass es da auch kleinere Größen gab auf Amazon. Ich habe einfach bestellt und bekam dann so eine Riesenflasche. Das sind 100 Milliliter und gerade bei Hautpflege viel ist nicht immer gleich praktisch, weil Produkte eben auch kaputt gehen können. Ich habe das Produkt bezüglich des Retinols, des Vitamin Cs im Kühlschrank. Ich behalte das absolut nicht im Bad auf, weil, wie gesagt, ich muss 100 Milliliter leer machen. Und das ist eine relativ unpraktische Menge. Es wird zwar damit beworben, das sei so ein super toller Preisvorteil, aber ist es halt nicht. Ich habe mich irgendwann mal bezüglich des Themas Retinol einfach interessiert. Wenn du ein bisschen mit Kosmetik herumspielst, dann tauchen eben auch die höherwertigen Inhaltsstoffe auf. Und da ich schon zwei Produkte von Zeta Natural hatte, bin ich halt hergegangen und habe es bestellt. Habe nicht auf die Menge geachtet, nur auf den Preis und dachte mir, ja, das ist super. Das ist nicht zu teuer, nicht zu billig. Machen wir mal. Jetzt kamen 100 Milliliter an. Wer soll das aufbrauchen? Das ist einfach viel zu viel. 100 Milliliter ist kein Vorteil. Du musst dir eins immer denken, wenn du Kosmetik kaufst, du musst sie auch aufbrauchen, bevor sie kippt. Und ich habe dieses Produkt daher im Kühlschrank. Zum einen wegen dem Retinol, zum anderen wegen dem Vitamin C. Dass das einfach bei Zimmertemperaturen nicht so schnell kippt, eben dass es länger hält. Also es ist im Kühlschrank. Erster Minuspunkt ist für mich eben die Größe. Das ist viel zu viel, das ist kein Vorteil. Der Hersteller bietet das Produkt auf der Homepage auch in 50 Milliliter an, habe ich gesehen. Ist schon eher was, wo man es ausprobieren kann. Das ist eine Größe, die man auch aufbrauchen kann. Das ist eben immer das Problem. Das ist kein Vorteil. Ich bin echt erschrocken. Also erster Minuspunkt die Größe. Zweiter Minuspunkt, wer sich mit dem Thema Retinol nicht auskennt, ich habe hier ein Video dazu, da gehe ich ein bisschen näher darauf ein. Das sind Fakten zum Thema Retinol. Da schaust du am besten jetzt mal rein, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und Retinol ist lichtempfindlich. Deswegen ist dieses Produkt hier in einer dunklen Flasche. Das Produkt kam aber mit einem Deckel an. Es ist nicht fest verplombt, was aber wichtig ist. Weil jedes Mal, wenn du dieses Produkt aufmachst und wer es eben nicht weiß, macht es auf, weil man kann nicht reingucken und möchte eben auch mal gucken, wie viel ist denn noch drin. Soll man nicht machen. Ist lichtempfindlich eben. Du hast zum einen diese große Menge, die du fast nicht aufbrauchst und dann gehst du auch noch her und machst es eventuell auf. Nicht in Ordnung. Absolut nicht gut. Also, diese Information hat Zeta Natural auch nicht zur Verfügung gestellt, was auch schon mal schlecht ist. Des Weiteren gibt es von Zeta Natural auf dem Produkt und auf der Homepage keine Informationen zum Thema Retinol. Finde ich nicht in Ordnung. Retinol ist reizend, Retinol ist eben lichtempfindlich und man muss wissen, wie man es aufträgt. Wenn du es tagsüber aufträgst, musst du einen Sonnenschutz tragen. Allgemein bei so hochwertigen Inhaltsstoffen, die die Haut eventuell reizen können, muss ein Sonnenschutz her. Steht nirgendwo. Der Hersteller sagt eben nur zweimal am Tag anwenden und das war's. Und das ist bei Retinol eben etwas kritisch, weil tagsüber muss ein Sonnenschutz getragen werden. Wurde eben auch nicht von Zeta Natural zur Verfügung gestellt. Bei so einem günstigen Preis muss man eben auch so ein bisschen hellhörig werden. Klar weiß man inzwischen so ein bisschen, wer dem Leon auf Instagram folgt, kriegt es immer wieder mit, dass Hersteller unwahrscheinlich viel Gewinn machen mit solchen Produkten. Das, was an Inhaltsstoffen drin ist, ist das Produkt meistens gar nicht wert.
Und wenn jemand so eine große Menge raushauen kann, macht er trotzdem immer noch einen Gewinn. Die Hersteller wollen uns nichts Gutes, die wollen immer nur gewinnen. Und das ist einfach drin in dem Produkt, das ist mit drin kalkuliert, dass man so eine große Menge raushauen kann und immer noch Gewinn macht. Das darf man keinem Hersteller vorwerfen, absolut nicht. Aber es ist trotzdem ein Aspekt, den du halt einfach immer so ein bisschen mitberechnen musst. Jetzt gerade, wo der Black Friday bald ist, so hohe Sales und hohe Rabatte und so, das ist immer ein Hinweis darauf, was der Hersteller machen kann und immer noch Gewinn macht. Also es ist ein, also man nennt sowas auch ein Lockangebot. Und reingefallen, ich habe nicht richtig gelesen, schade. Ich habe ja gesagt, dieses Produkt ist nicht nur schlecht, aber es wird eben auch ein Duftstoff verarbeitet. Linalool. Es sind mehrere Duftstoffe, aber Linalool hat ein sehr großes Allergiepotenzial. Es gehört zu den 26 Duftstoffen, die Hersteller einfach auf die Produkte draufschreiben müssen, damit man es weiß. Sonst sieht man ja diesen Sammelbegriff Parfüm. Und auch zum Thema Duftstoffe habe ich ein Video gemacht. Da guckst du am besten mal rein. Da erzähle ich einfach noch ein bisschen mehr darüber. Und das ist eben auch so ein bisschen, finde ich, kritisch. Ja, bei einem Produkt wie Retinol eben noch Duftstoffe zu verarbeiten, die ebenfalls reizen. Wenn jemand eine empfindliche Haut hat, dann würde das nicht vertragen. Das Produkt riecht leicht, aber, oder sagen wir, duftet leicht. Aber du nimmst diesen Duft irgendwann nicht mehr wahr. Ja, es ist so leicht und so ein leichter floraler Duft. Und in einem Serum hat Duft überhaupt nichts zu suchen. Allgemein im Gesicht hat Duftstoff nichts zu suchen. Das müsst ihr euch einfach vor Augen halten. Das schadet uns mehr, als es gut tut. Das machen Hersteller, damit in uns so ein paar Emotionen auch geweckt werden. So, oh, das riecht aber gut, oh, das verbinde ich mit dem und dem. Also das ist nicht immer positiv, wenn ein Produkt nach etwas duftet und auf der Haut hat es einfach nichts zu suchen. Ich vertrage das Produkt aber dennoch recht gut, weil ich eben meine Hautpflege komplett umgestellt habe und in meiner Hautpflege, außer in dem Produkt hier, keine Duftstoffe mehr habe. Ich bin, glaube ich, noch nicht darauf eingegangen, es ist Retinol enthalten, aber wie viel Retinol ist denn enthalten? Es gibt Frauen, die eben verschiedene Produkte nehmen, wo Retinol drin ist und irgendwann mal hat die Haut auch genug. Wie viel ist hier drin? Das finde ich ein super krasser Nachteil. Also man weiß, wo der Inhaltsstoff steht, das ist jetzt nicht zu 100% drin, also das ist ganz klar. Es kommt an fünfter Stelle. Bei Retinol ist es auch so, das soll nicht zu hoch dosiert sein. Und das ist eben der Grund. Gebt eine Angabe an, wie viel Retinol ist hier drin. Das sind auch bei den anderen Inhaltsstoffen. Ich blende euch am besten mal die Inhaltsstoffe ein. Auch bei den anderen Inhaltsstoffen, wie Niacinamid beispielsweise, Vitamin C. Niacinamid möchte man halt am besten auch wissen, wie viel Prozent da enthalten ist, damit man eine entsprechende Wirkung hat. Ich habe am Anfang habe ich das Niacinamid gemerkt. Ich habe es schon erwähnt, ich hatte eine sehr fettige Haut. Sehr fettig. Also im Nu war mein Pony einfach fettig, weil meine Haut einfach nichts anderes mehr konnte außer Fetten. Und Niacinamid hat eben die Eigenschaft, dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich dir auch unter dem i. Warum zeige ich dir immer hier? Da ist das i. Und hat die Eigenschaft, dass es eben die Spannkraft der Poren erhält. Also fettige Haut hat meistens so die Eigenschaft, dass eben die Poren verstopft sind und die Poren eben auch so ein bisschen ausgeweitet sind. Und durch diese Spannkraft, die erhalten wird sozusagen, fettet die Haut weniger nach. Und das habe ich auch gemerkt. Aber nur am Anfang. Da hat sich meine Haut irgendwann mal an diese Menge, die hier drin ist, gewöhnt. Und ich habe das Produkt schon recht früh dann so ein bisschen verflucht. Weil man interessiert sich dann schon für die Inhaltsstoffe, die eben hier verarbeitet sind. Man vertraut der ganzen Sache nicht mehr so, weil eben keine Mengenangaben mit angegeben sind. Und weil man eben so ein super großes Produkt hat, was hoffentlich brauche ich es auf. Ja. An der Stelle muss ich wirklich sagen, hoffentlich, weil das ist echt zu viel.
Ein positiver Aspekt, hier wurde Aloe Vera verwendet. Niacinamid mag eine Feuchtigkeit. Es ist eh eine flüssige Konsistenz, es ist viel Wasser enthalten beispielsweise. Das mag das Niacinamid echt gerne. Aber ich habe einfach festgestellt, dass ich diese Inhaltsstoffe lieber einzeln verwende. Es gibt eben Frauen, die vielleicht noch eine Lotion zur Reinigung verwenden. Da kann Retinol enthalten sein. Dann irgendwie eine Creme noch verwenden, wenn da noch Retinol enthalten ist. Aber bei der Creme müsst ihr eben auch aufpassen, wenn ihr sowas kauft, dass das eben ein Spender ist, den ihr nicht aufmachen könnt, weil Retinol eben kein Licht mag. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das größte Manko, was ich Set in Natural hier entgegenbringen möchte. Ihr müsst Infos zum Thema Retinol echt entweder auf der Verpackung, auf die Verpackung draufschreiben. Ich habe es nicht auf Amazon gesehen. Ich habe es auch nicht auf der Homepage gesehen. Also der Hersteller sagt, zweimal am Tag anwenden, aber tagsüber ist es einfach so, wenn du Retinol verwendest, musst du einen Sonnenschutz auftragen, weil Retinol eben das Licht nicht mag. So ist es. Und diese Information gibt der Hersteller nicht her. Das finde ich einfach schade. Und hätte ich mich eben für den Inhaltsstoff nicht interessiert, wüsste ich es eben auch nicht. Muss ich an der Stelle sagen. Würde ich das jemals wieder kaufen? Nein. Also es müsste der Duftstoff verschwinden. Die Inhaltsstoffe müssten höherwertiger werden. Die Angaben zu Retinol und Niacinamid brauche ich eben auch. Ja, also wie viel Prozent sind hier enthalten? Das wäre einfach schon eine richtig klasse Angelegenheit. Hyaluron ist nicht gleich Hyaluron. Es wurde hier eben auch ein minderwertiges Hyaluron verarbeitet. Klar, wie soll denn dieser Preis auch zustande kommen? Ist so. Und man muss tatsächlich sich mit Inhaltsstoffen auskennen, damit man eben sowas nicht mehr, damit sowas eben nicht mehr passiert. Und lesen hilft einfach, nicht einfach bestellen, sondern wirklich lesen und dann feststellen, dass das einfach zu viel ist. 30 Milliliter ist für ein Serum eine normale, solide Größe, die man auch aufbrauchen kann. Das hier wird schon in einem Jahr ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also, so wie ich es jetzt verwende, schaffe ich es definitiv, muss ich sagen. Aber für das habe ich mir eben kein Serum gekauft. Ich habe mir kein Serum für die Kopfhaut gekauft. Also, man muss da schon so ein bisschen erfinderisch werden. Ja, das war jetzt eine Review, die eben nicht ganz so gut gelaufen ist. Ich habe eben in der Zwischenzeit auch meine Gesichtspflege umgestellt und habe mich ein bisschen mehr bezüglich des Themas interessiert und möchte euch eben dieses Wissen auch weitergeben. Ja, es ist ein bisschen schade, weil ich mochte den Hersteller bis dato eigentlich immer gerne. Aber ja, das Produkt, wie gesagt, möchte ich nicht weiterempfehlen und ich hoffe, ich kann es leer machen. Deine Meinung ist mir einfach auch an der Stelle wichtig. Auch wenn du komplett gut mit dem Produkt klargekommen bist, ich bin ja auch damit klargekommen, auch wenn es hochwertigere Produkte gibt und Produkte, die einfach noch mehr können, habe ich eben auch schon gemerkt, dass das Niacinamid bei mir einfach funktioniert hat. Bei dem Retinol kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Da muss man einfach auf einen längeren Zeitraum gucken, ob es überhaupt irgendwas gemacht hat. Da kann man nie so auf die Kürze sehen, hat es jetzt irgendwelche Falten weggemacht oder so, das geht eh generell nicht. Also man muss so ein bisschen seine Haut auch akzeptieren, wie sie ist. Nee, aber wenn du andere Erfahrungen mit dem Produkt gemacht hast und wenn du mit diesem Produkt einfach zufrieden bist, kannst du mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.